Ein falscher Klick, einen Moment nicht aufgepasst und schon ist es passiert. Abzocke im Internet. Immer häufiger werden wir Opfer dreister Internetbetrüger. Wir zeigen Ihnen jetzt die fiesesten Abzockfallen im Internet und sagen Ihnen auch, wie Sie sich schützen können. Sollen wir einfach direkt loslegen? Ich würde vorschlagen, Herr Münch, legen wir direkt los. Ich könnte natürlich auch eine kleine moralische Ansprache darüber halten, wie sich sämtliche Kriminellen dieser Welt immer sämtliche neue Technologien zunutze machen. Ja, wir entrüsten uns dann auch gemeinschaftlich darüber, aber ich würde sagen, fangen wir doch einfach an. Okay, wir haben mal einfach so eine Hitparade erstellt, die fiesesten Abzockfallen und auf Platz 3 der miesesten Abzockmaschen im Internet ist die Abmahnfalle. Eine eigene Webseite bauen, das geht heute relativ einfach. Und auch nette Fotos für die Seite sind schnell gefunden. Überall im Internet gibt es passende Motive. Und viele der Fotos sind sogar kostenlos. Also ausgewählt und in die eigene Webseite eingebaut. Und anschließend landen sie vor Gericht. Wie dieser 17-jährige Schüler, der sich 9 scheinbar lizenzfreie Fotos heruntergeladen hatte. Doch sie waren nicht kostenlos und deshalb muss er an den Besitzer der Fotos 2.700 Euro zahlen. Die Familie des Schülers ging vor Gericht und verlor. Warum eigentlich? Wir haben doch eine Gesetzesänderung und die Abmahngebühren sind doch jetzt gedeckelt bei 50 Euro. Ja, schön wär's. Die Abmahngebühr mag gedeckelt sein, aber das ist auch nicht so ohne weiteres der Fall. In diesem Fall gibt es aber eigentlich gar nicht um die Abmahngebühr, sondern es geht um Lizenzforderungen. Der hat ja Bilder verwendet, die gehören irgendjemand, in diesem Fall einer Agentur. Ja, und diese Agentur, die hat die zwar in irgendeiner Form, sind die Bilder halt im Internet, aber man kann sie dort herunterladen, nur eben nicht selber weiterverbreiten. Und wenn ich das dann tue, dann muss ich entsprechend Lizenzgebühr dafür zahlen, weil ich das ohne Urheberrechtsangabe gemacht habe, auch gerne mal die doppelte Lizenzgebühr. Ja. Und damit lässt sich natürlich trefflich Geld verdienen. Und das wissen natürlich viele nicht. Die sehen nur freie Bilder oder gratis Download, also laden sie es runter. Denken nicht daran, dass Runterladen nicht dasselbe ist, wie selbst wieder im Internet zur Verfügung stellen. Genau. Und schon ist es passiert. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ob irgendjemand freiwillig Geld für die Lizenz an so einem Bild zahlen würde oder ob es darauf angelegt ist, dass Leute... Das ist ein heikles Thema. Aber was ich gerne dazu noch sagen würde, ist, es gibt ganz viele Portale, wo man tatsächlich kostenfreie Bilder findet, die man auch weiterverwenden darf. Das ist dann unter so einer sogenannten Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Da muss man allerdings dann bitte schön angeben, wer ist der Fotograf. Und dann kann man diese Bilder ohne weiteres verwenden. Das kostet keinen Pfennig, keinen Euro, keinen Cent. Häufiger wahrscheinlich noch als mit Bildern gibt es Probleme mit Musik. Speziell, wenn man sich da Musik bei Tauschbörsen runterlädt. Also das ist ein ganz heikles Problem. Wenn man tatsächlich Musik aus Tauschbörsen sich herunterlädt, dann muss man damit rechnen, dass man da auch tatsächlich dabei erwischt wird. Ist auch tatsächlich verboten. Ist schlicht und ergreifend verboten. Insofern sollte man es nicht machen. Wenn man dabei erwischt wird, wird es auf jeden Fall sehr teuer. Jetzt kann es aber auch passieren, dass man sich bei einer Tauschbörse nichts runtergeladen hat und trotzdem abgemahnt wird. Und da gibt es dann zwei Varianten, was da passiert sein kann. Ja, da gibt es verschiedene Sachen. Einmal kann sich natürlich jemand zum Beispiel in mein WLAN hereingehackt haben oder aber ich habe mein WLAN gleich ungeschützt. Das sollte man auf keinen Fall machen. Also bitte schön Verschlüsselung aktivieren und zwar die sichere Verschlüsselungsvariante, sonst geht das Ganze in die Hose. In diesem Falle habe ich das Problem, ich bin als Betreiber dieses WLANs natürlich mit in der Haftung. Ich muss dann beweisen, dass ich es nicht war. Das ist nicht so ganz einfach, das wird also sehr hakelig. Mhm. Und die zweite Methode, die Sie angesprochen haben, ist, ich war es tatsächlich nicht. Dann habe ich aber auch ein Problem, weil wie beweise ich denn, dass ich es nicht war? Da ist es sehr schwierig weiterzukommen. Da könnte also ein Zahlendreher in der Übermittlung der Daten passieren. Genau, das Ganze hat etwas damit zu tun, wie diese Daten ermittelt werden. Also letztendlich geht es immer um die sogenannte IP-Adresse. Das ist die Adresse, mit der ich unterwegs bin, wenn ich im Internet bin. Hat irgendjemand diese IP-Adresse, dann geht er zum Gericht, behauptet, ich hätte damit was Illegales getan, dann kriegen die meine Adresse und auf diese Weise werde ich belangt. Warum kostet das jetzt trotzdem mehr als 50 Euro Abmahngebühr, wenn doch die Abmahngebühren um dem Einhalt zu gebieten, gerade gedeckelt worden sind auf 50 Euro. Ja, die sind gedeckelt worden für private Abmahnungen. Darum geht es aber hier gar nicht. Die Abmahner sagen dann gerne, das Ganze hat gewerblichen Ausmaß. Und natürlich kommen auch hier wieder Lizenzgebühren und entgangene Gewinne und Schadensersatz und all diese aufregenden Dinge mit ins Spiel. Auf diese Weise wird das dann ein ganz lukratives Geschäft für die Abmahner. Hm.
Und die letzte Variante, ganz toll, man kriegt im Prinzip eine Spam-Mail, wo jemand einfach behauptet, man sei erwischt worden. Und er hofft dann mal, ein paar werden sich ertappt fühlen, obwohl da gar nichts passiert ist. Das ist in der Tat eine Welle, die im Moment durchs Netz schwappt. Das sind dann so wunderbare E-Mails von einem Rechtsanwalt. Wenn man auf die Seite guckt, dann sieht das auch aus, irgendeine Rechtsanwaltsseite. Man hat eine E-Mail und an diese E-Mail-Adresse soll man dann eine Zahlenkombination für ein anonymes Bezahlsystem schicken. Da kauft man also an irgendeinem Geldautomaten entsprechende Karten und das schickt man dann an diese Adresse. Nicht nachvollziehbar, wohin? Genau, dann ist das Geld auf jeden Fall schon mal weg. Also bitte, wenn irgendeine Abmahnung oder sowas per E-Mail kommt, dezent ignorieren. Alles Jeder klar. Rechtsanwalt, der was auf sich hält, der schickt das, der stellt das auch zu. Und wir kommen jetzt zu Platz 2 der miesesten Abzockmaschen. Fünfmal dabei, bitte nicht wieder wählen. Hier ist die Abo-Falle. Eine schnelle Karre, eine krasse Hütte und ein schnuckliges Bötchen. Das ist mein Traum. Hallo erstmal, ich bin der Michael und bin ein echt kluges Kerlchen. Hab nämlich eine Geschäftsidee entwickelt, von der andere nur träumen. Ich hab mir die Internetseite online downloaden ausgedacht. Da kann man Programme runterladen, kostenlose Programme. Nur bei mir müssen sie dafür bezahlen. So wie Bernd Herold aus Weimar. Der wollte sich irgendein kostenloses Programm runterladen. Und wie viele andere hat er da gegoogelt. Und zack, ist er bei mir gelandet. Dass das teuer werden kann, habe ich ganz klein in der Ecke geschrieben. Hat der Typ nicht gesehen und sich angemeldet und ist jetzt rucki zucki 84 Euro an mich los. Ich habe ja die ganze Nacht nicht geschlafen darüber. Ich mache ja da Vorwürfe selber, weil ich da reingefallen bin. Och, jetzt heult er, so wie die anderen auch. Die versuchen mich dann anzurufen, aber unter der angegebenen Nummer erreichen die mich nicht. Hab schließlich Besseres zu tun, als mir das Gejammerer anzuhören. Furchtbar. Dass es solche Menschen nicht einfach nicht das Handwerk gelegt werden kann. Na? Tja, aber so ist die Welt eben, Freunde. Und ich sag mal Tschüss, muss mich jetzt mal um die wichtigen Dinge des Lebens kümmern. Denn nur arbeiten, das kann's doch auch nicht sein. Man muss das Leben auch ein wenig genießen können, oder? Tja, dank solcher netter Herren können kostenlose Programme wie ein Browser, sagen wir mal Firefox oder wie Google Earth oder wie Skype plötzlich sehr teuer werden. OpenOffice, ganz schnell geht das. Ja, wir gucken mal, wie sowas passiert, wie man auf so einer Seite rutschen kann, Herr Schnurer. Ja, das geht normalerweise los, indem ich bei einer Suchmaschine, hier in diesem Falle Google, ein populäres Programm eintippe. Ja, und dann komme ich auf so eine hübsche Seite, webdownloads.de. Ja, die wollen dann gleich als erstes mal Daten von mir haben. Da kann ich jetzt Skype runterladen. Da ist schon gleich der erste Warnhinweis. Wann immer ich meine Daten eingeben muss bei irgend so einer Webseite, wo es eigentlich kostenlose Programme geben sollte, bitte schön nicht tun. Warum wollen die all diese Daten haben? Ganz klar, weil sie die hinterher brauchen, um mir die Rechnung zu schicken bzw. zu behaupten, ich hätte da einen Vertrag geschlossen. Jetzt habe ich auf Anmelden geklickt, aber leider etwas übersehen. Da ganz unten steht es nochmal dezent versteckt, da wo keiner hinguckt. 96 Euro im Jahr kostet mich das kostenlose Programm. Genau, und das Ganze mit 2 Jahren Laufzeit, also wunderbare Idee. Was machen wir? Ganz einfach auf cttv.de gucken und den Musterbrief runterladen. Genau, wenn ich tatsächlich so eine Abo-Falle übersehen habe, da reingetappt bin, dann muss ich wissen, ich habe keinen rechtswirksamen Vertrag geschlossen. Normalerweise ist diese Klausel mit den Kosten überraschend. Dafür gibt es entsprechende Musterbriefe auf unserer Webseite. Die kann man sich dort runterladen, die schickt man einmal an den Club und dann kümmert man sich nicht mehr um das Ganze, bis möglicherweise ein gerichtlicher Mahnbescheid kommt. Der kommt aber nicht. Also ruhig bleiben, nicht einschüchtern lassen und aussitzen das Ganze. Und damit kommen wir zu Platz 1 der miesesten Abzockmaschen. Was ganz Neues, die App-Zocke. Gestatten? Tom mein Name. Ich bin der Star dieser kostenlosen App. Auf den ersten Blick bin ich ein ganz lieber Kater. Lass mich von den Leuten verwöhnen und verhätscheln. Aber was die meisten nicht wissen, ich bin ziemlich gemein. Während man mit mir spielt, lasse ich so ganz nebenbei auf meiner App ein kleines Fensterchen aufgehen. Und wer da drauf drückt, hat was ganz Dummes gemacht, hat sich möglicherweise ein Abo eingefangen. Und ohne dass er es auch nur ahnt, bekommt er kurz darauf schon die erste saftige Rechnung. Klasse Nummer, oder? Hey! Stopp! Jetzt mal langsam, wer wird denn da gleich? Autsch! Also ja. Er sieht so harmlos aus. Wie funktioniert diese Masche?
Ja, also zuallererst muss man mal sagen, der Kater kann da irgendwie gar nichts für. Was hier passiert ist, das ist eine kostenlose Applikation, also eine App, die wird finanziert durch Werbeeinblendungen. Und in diese Werbeeinblendungsfelder kann jetzt jeder quasi was buchen. Da werden natürlich gern auch die Abzocknummern eingebucht. Und in dem Moment, in dem ich auf den Knopf drücke, können schon alle meine Daten übertragen worden sein. Das ist dieses sogenannte Web-Billing. Und das ist halt besonders ärgerlich. Das geht dann direkt über meine Telefonrechnung. Was sagen die Netzanbieter dazu, die Telekom meinetwegen? Ja, die Netzanbieter sagen, das ist ein super neues Geschäftsmodell. Das wollen sie unmöglich weiter behindern. Und im Übrigen würden sie ja nur mit zuverlässigen Partnern zusammenarbeiten. Und wenn ich dann selber diesen Teil der Rechnung nicht bezahle, dann wird es ärgerlich. Aha, das heißt, einfach nie auf so einen Werbebanner drücken? Jein, ich kann bei verschiedenen Anbietern, wie zum Beispiel bei der Telekom oder Vodafone, das Ganze sperren lassen, dieses Webbilling. Bei anderen Anbietern wie E-Plus kann ich bestimmte einzelne Angebote sperren lassen. Das ist natürlich der nackte Wahnsinn. Und bei O2 kann ich gar nichts sperren lassen. Okay, das heißt, da wo ich kann, auf jeden Fall diesen Webservice sperren. Genau. Sich durchs Menü wühlen, auch hier wieder und gucken, dass das ich muss da hinschreiben, das geht nicht einfach so per Menü. Ach so, also das Abo handle ich mir per Fingerdruck ein. Aber das Sperren dieser Funktion, das muss ich explizit beim jeweiligen Provider beantragen. Am besten schriftlich, per Fax, damit ich das hinterher auch belegen kann. Das sollte man vielleicht machen, damit man nicht mit einem Fehldruck auf den Touchscreen plötzlich... Eine Rechnung kriegt. Dankeschön.